Was sind die 9 häufigsten Fehler beim Immobilienkauf? Natürlich gibt es Risiken, auf die man achten muss, aber, und wir begleiten da eben täglich Leute beim Umsetzen dieser Form der Geldanlage, gibt es auch einfach Fehler, die gemacht werden, die oft dazu führen, dass dann gar nie eine Wohnung oder die falsche Wohnung gekauft wird. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, was sind die 9 Dinge, auf die wir unbedingt hinweisen möchten. Ja, und wir verraten euch außerdem in diesem Video, welcher der Fehler aus unserer Sicht am allerriskantesten für eure Geldanlage ist. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen lernen, eine Wohnung als eben funktionierende Geldanlage zu kaufen, Vermieter werden und sich damit ihre eigene Rente erschaffen. Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Fehler Nummer 1, du bist nicht festgelegt auf einen Standort. Oft ist der erste Blick bei Immobilien-Scout relativ frustrierend und es ist eben eine Gefahr, wenn man dann ganz schnell einfach mal den Standort wechselt und wieder woanders sucht. Ja, ein Problem dabei ist, dass du den Standort eigentlich nie wirklich kennenlernst, wenn du dir nur so kurz Zeit gibst. Und nur wenn du einen Standort wirklich über einen längeren Zeitraum beobachtest, kennst du irgendwann die Viertel, du kennst irgendwann vielleicht sogar die Straßen. Auf jeden Fall hast du irgendwann wirklich das Wissen, was du brauchst, um ein echtes Schnäppchen als solches auch erkennen zu können. Also die geduldige Suche an einem Standort zahlt sich meistens aus. Und wenn du im Gegensatz dazu sehr häufig springst, also nach kurzer Zeit bereits die eine Standortidee verwirfst und irgendwie parallel an einem zweiten schaust oder schnell dann zum zweiten oder zum dritten wechselst, dann verpasst du A, die Chance, den Standort kennenzulernen und B, dadurch, dass du so wahrscheinlich keine Wohnungen findest, ist das Ganze sehr, sehr frustrierend. Und wir haben schon oft gesehen, dass genau daran dann irgendwann die Ausdauer scheitert, wenn man so möchte, und am Ende gar keine Wohnung gefunden und gekauft wird. Genau, du suchst eigentlich an vielen Standorten, aber an gar keinem so richtig. Und deshalb wollen wir nur noch ein Video empfehlen. Wir haben ein Video genau zum Thema Standortauswahl, wo wir quasi Schritt für Schritt erklären, wie kann man sich so einen Standort auch strategisch überlegen, dass es da eben wirklich eine große Chance gibt und es sich lohnt, dann da auch Zeit zu investieren. Fehler Nummer 2, du hast eine viel zu hohe oder eben viel zu niedrige Erwartung an die Rendite. Rendite ist nun mal entscheidend bei einer Geldanlage, aber wer mit der falschen Erwartung oder Zielsetzung rangeht, der wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Wenn deine Renditeerwartung jetzt, sagen wir, 3% Mietrendite ist, dann wirst du wahrscheinlich sehr, sehr schnell eine Wohnung finden, die das erfüllt. Aber solange du nicht auf steigende Preise spekulieren möchtest, ist das eigentlich keine lohnenswerte Geldanlage. Andersrum, wenn du jetzt die Erwartung hast, 10% Mietrendite oder irgendwas Ähnliches zu machen, dann ist das toll, wenn du das findest, aber möglicherweise wirst du sehr, sehr lange suchen und vielleicht sogar gar keine entsprechende Wohnung finden. Und auch dann hat sich das für dich jetzt nicht wirklich gelohnt, diese Erwartung zu haben. Wir selbst versuchen, Wohnungen zu kaufen, die sich von selbst abzahlen. Das heißt, die Miete reicht, um alle Kosten und die Rate an die Bank zu decken. Und das ist üblicherweise bei ungefähr 6% Mietrendite der Fall. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich einmal grundsätzlich und gründlich Gedanken zu machen, was ist überhaupt ein guter Kaufpreis, also und daraus auch resultierend eine gute Mietrendite, die ich suche, und sich nachher natürlich auch genau daran zu halten. Wenn das genau interessiert, wir haben zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal auch dazu noch ein Video. Fehler Nummer 3, du prüfst zwar unglaublich gründlich vor dem Kauf, aber du achtest ganz einfach auf die falschen Dinge. Ein Beispiel, du kommst in eine Wohnung zur Besichtigung und es fühlt sich nicht gut an, weil die Wände sind beispielsweise furchtbar dreckig. Das ist einfach kein entscheidendes Kriterium, ob die Wände dreckig sind. Die sind schnell gestrichen, das kostet nicht viel Geld. Es gibt einfach andere, viel wesentlichere Dinge. Ja, finanziell wirklich entscheidend sind meistens die großen Gewerke, also zum Beispiel das Dach, die Heizung, die Elektrik. Wenn da irgendwas gemacht werden muss, dann kann das sehr, sehr teuer werden. Du solltest dich also fragen, gibt es da irgendwas zu tun? Sind Sonderumlagen möglicherweise schon beschlossen oder wahrscheinlich? Und wenn du irgendwelche Zweifel an dieser Bausubstanz hast, dann kann es sich dafür sogar lohnen, mal einen Sachverständigen mitzubringen, um Klarheit zu schaffen. Genau, also wirklich auf die Dinge achten, die einfach einen großen finanziellen Hebel haben. Das hat der Stefan gerade gesagt, fürs Haus, jetzt noch in der Wohnung. Was ist Mietern besonders wichtig? Was hebt den Wert dauerhaft der Wohnung? Das ist Bad, Küche und Boden. Heißt nicht, dass du dir jetzt in einem perfekten Zustand kaufen musst, aber dir muss klar sein, dass du diesen Zustand irgendwann erreichen möchtest, dass die in einem Standard sind, der sich gut vermieten lässt. Dafür solltest du entsprechend Kosten einplanen und richtig kalkulieren. Fehler Nummer 4, du verwendest keine Checkliste beim Ankauf der Wohnung. Warum ist eine Checkliste so unglaublich wichtig? Zuerst mal bezogen auf die Besichtigung. Typischerweise gibt es da hohen Zeitdruck, es gibt eine Menge Emotionen, Dinge strömen auf dich ein, wenn du gerade vielleicht deine erste Wohnung kaufst, ganz speziell. Umso wichtiger ist es, dass du nichts vergisst und sauber deine Struktur abarbeitest und immer noch
ein probates und sehr einfaches Mittel dafür ist eben genau eine Checkliste. Ja, und selbst wenn du mit der Besichtigung dann fertig bist, kann es schnell passieren, dass du irgendwelche Details vergisst, wenn du keine saubere Struktur hast. Zum Beispiel dir den Grundriss zu besorgen und einmal nachzurechnen, ob die Quadratmeterangabe im Exposé oder die der Verkäufer dir genannt hat, denn auch tatsächlich stimmt. Da schlummern ganz oft Fehler. Nur um dir ein Gefühl zu geben, unser Bewertungstool, was wir selbst für unsere eigenen Immobilienkäufe benutzen, hat über 200 einzelne Prüfpunkte für die Themen Lage, Ausstattung und Dokumente. Genau, also es lohnt sich einmal, sich strukturiert Gedanken zu machen, was möchte man alles prüfen und sich das quasi nüchtern und sachlich vorher zu überlegen. Und wenn dann wirklich Wohnungen da durchlaufen, dann vergisst man auch sicher nichts. Fehler Nummer 5, und der macht besonders viel Spaß, du rechnest dir die Wohnung schön. Wir meinen so ein bisschen mehrere Dinge damit, aber man muss eben bei der Kalkulation auf ein paar Sachen achten. Ein Beispiel könnte sein, dass eine Wohnung super günstig angeboten wird, das aber daran liegt, dass sie sehr schlecht vermietet ist. Ja, in den Exposés heißt das dann oft solide vermietet oder auf Neudeutsch dann underrent. Du kriegst also eine Miete, die deutlich unter der aktuellen Marktmiete liegt. Und das bedeutet, dass du möglicherweise eine ganze Zeit lang Geld zuschießen musst und jetzt darauf angewiesen bist, entweder irgendwann den Mieter wechseln zu können, ne? Das, dafür muss der Mieter bereit sein zu gehen, oder dass du nach und nach die Miete jetzt auf das Marktniveau anheben musst und da sind dir sehr enge Grenzen gesetzt, wie schnell das geht. Also möglicherweise dauert es sehr lange, bis die Wohnung dann wirklich lohnenswert für dich ist, und wenn du in der Zwischenzeit Geld zuschießen musst, dann schadet das nicht nur deinen privaten Finanzen, sondern auch deiner Bonität gegenüber der Bank, weil sich dadurch deine monatliche Haushaltsrechnung oder deine monatliche Einnahmeausnahmenrechnung eben deutlich verschlechtert aus Sicht der Bank. Na, das heißt jetzt nicht, dass man so eine Wohnung überhaupt nicht kaufen kann, aber man muss es entsprechend richtig in der Kalkulation berücksichtigen, die Auswirkungen davon verstehen, genau verstehen, wann und wie man da eine Miete erhöhen kann, deswegen nicht schönrechnen. Und das gilt natürlich auch für das zweite Beispiel, was ich noch machen möchte, und zwar so ein bisschen spezielle Vermietmodelle. Beispielsweise könnte man in einer Wohnung die Zimmer einzeln und möbliert vermieten, irgendwie Kurzzeitmieten machen, wir machen das auch bei einer Wohnung von uns. Das funktioniert wunderbar, hat super Renditen in dem Fall, aber die Wohnung hätte sich auch in einem ganz normalen Vermietungsmodell gerechnet. Und das ist eben wichtig, gerade wer da eben noch keine Erfahrung hat, wer jetzt natürlich 5 oder 10 Wohnungen in so einem Modell hat, den Standort kennt, weiß, dass das da funktioniert, dann ist das wunderbar und eine große Chance, genau damit Geld zu verdienen. Aber als erstes Modell, und dann geht die Kalkulation nur auf, wenn auch dieses Modell funktioniert, halten wir das eben für keine gute Idee. Und was der Stefan gerade sagte, auch das Beispiel zahlt natürlich ein in das Thema schlechtere Bonität bzw. Bewertung der Bank, die natürlich jetzt auch nicht sagt, ich nehme dein super Mietmodell an, sondern die auch mit der ganz normalen Marktmiete maximal rechnet. Fehler Nummer 6, du nähst deine Kalkulation auf Kante, kannst du die Wohnung gerade so leisten und schaust dir auch noch nicht mal das Zinsänderungsrisiko wirklich genau an. Ja, das heißt jetzt wahrscheinlich, dass du monatlich Geld dazu bezahlst. Das heißt, die Wohnung ist eigentlich eine Belastung für dich finanziell. Und das ist so lange okay, solange du dir das leisten kannst. Wenn jetzt aber sich an deiner finanziellen Situation was ändert, zum Beispiel irgendwie an deinem Gehalt oder Haushaltseinkommen oder sowas, oder die Zinsen deutlich steigen, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass diese finanzielle Belastung zu groß wird. Und wenn du jetzt unter Verkaufsdruck gerätst, dann verkaufst du möglicherweise die Immobilie auch noch in einen Markt hinein, der aufgrund gestiegener Zinsen gerade mit ein bisschen fallenden Kaufpreisen zu kämpfen hat. Und möglicherweise stehst du dann am Ende völlig überschuldet da. Und das ist etwas, was natürlich nicht passieren sollte. Andersherum, es könnte auch sein, dass du von vornherein auf steigende Kaufpreise spekulierst, weil du an einem Standort kaufst, wo du einfach überzeugt bist, die Preise sind in der Vergangenheit gestiegen, das werden die mit Sicherheit auch weiter tun. Und auch dort, wenn dann die Kaufpreise eben nicht steigen, stehst du mit einer hohen finanziellen Belastung da und dem großen Risiko, dass bei gestiegenen Zinsen oder fallenden Kaufpreisen du am Ende überschuldet ohne Immobilie dastehst. Ja, also häufig werden Immobilien deshalb nicht erfolgreich als Kapitalanlage gekauft, weil sie eben gar nicht gekauft werden, die Leute irgendwie nicht ins Umsetzen kommen. Dieser Fehler passiert häufig, weil zu hektisch umgesetzt wird und tatsächlich einfach unbedingt jetzt eine Wohnung gekauft werden möchte, und dann ist man möglicherweise irgendwann bereit, die eigenen Kennzahlen
und Ansprüche über Bord zu werfen und näht eben die Kalkulation zu sehr auf Kante. Wir haben ein Video zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal, das heißt Richtig rechnen vor dem Kauf, wo wir einmal durch alle Details dieser Kennzahlen gehen. Vielleicht ist das interessant, genau dafür. Fehler Nummer 7, du berücksichtigst die Steuer nicht in deiner Kalkulation. Und weil das Stefans Lieblingsthema ist, freue ich mich, dass er das jetzt erklären darf. Dankeschön. Mieteinnahmen musst du versteuern. Das ist nicht mein Lieblingsthema, aber mich interessieren die Details dahinter. Und deshalb gebe ich dir gerne ein paar weiter. Es ist so, dass du bei Mieteinnahmen einige Kosten eben gegenrechnen darfst als Werbungskosten, zum Beispiel die Zinsen oder die Kosten für die Verwaltung der Wohnung. Es gibt andere Dinge, die darfst du steuerlich nicht geltend machen. Und dann gibt es noch Sondereffekte, wie zum Beispiel die Abschreibung auf das Gebäude, die auch einen großen Einfluss haben. Unterm Strich ist das kein ganz einfaches Thema. Es kann aber den Unterschied machen zwischen einer Wohnung, die monatlich Geld übrig behält oder die jeden Monat deutlich eine Nachzahlung von dir braucht. Und du solltest hier wirklich Klarheit haben, bevor du eben eine Wohnung endgültig kaufst, damit du weißt, ob du sie dir leisten kannst. Deshalb unsere Empfehlung, berechne immer den Cashflow nach Steuern, bevor du eine Immobilie kaufst. Fehler Nummer 8, du sprichst zu spät mit der Bank. Und das führt dann eben häufig dazu, dass eine Immobilie gar nicht erst gekauft wird. Ja, die Zinsen sind im Moment relativ günstig, die Kaufpreise relativ hoch und deshalb sind echte Schnäppchen selten. Wenn dir dann eines über den Weg läuft, dann ist meistens eine Sache entscheidend, um den Zuschlag zu erhalten, und das ist Geschwindigkeit. Wenn du jetzt aber das Schnäppchen auf deinem Schreibtisch liegen hast und in diesem Moment das erste Mal auf die Idee kommst, deine finanziellen Unterlagen zur Bonität und so weiter aufzubereiten und das erste Mal Kontakt mit irgendeiner Bank aufnimmst, dann dauert dieser Prozess möglicherweise viel zu lange und jemand anders kriegt den Zuschlag. Genau, was kannst du tun? Wir haben zumindest Folgendes getan beim Kauf unserer ersten Wohnung. Wir haben unsere Bonität einmal quasi vorbereitet mit einem Finanzierungsvermittler. Ein Finanzierungsvermittler fragt unabhängig für dich Banken an, wird nachher auch von der Bank bezahlt. Und die guten Vermittler, die schauen sich eben vorher gerne mit dir mal deine Unterlagen an, ob das überhaupt möglich ist, nehmen vielleicht ein Beispielobjekt noch dazu, das du ihnen gibst, und haben dann schon mal quasi vorbereitet für deine Bonität, was sie an Unterlagen brauchen, wenn es dann wirklich an die Bankanfrage geht. Wenn dich interessiert, mit wem wir da zusammenarbeiten, findest du auf immocation.de/Finanzierung die aktuelle Empfehlung, wo du dann auch gerne auf den Vermittler zugehen kannst. Fehler Nummer 9. Und wir haben am Anfang gesagt, wir wollen den riskantesten Fehler benennen, und das ist Fehler Nummer 9. Und zwar, du hast nach dem Kauf der Immobilie genau 0 Euro auf dem Konto. Ja, wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Fehler gesprochen, und die meisten davon, selbst wenn sie dir passieren, kannst du im Nachhinein irgendwie heilen, indem du Geld investierst. Wenn du jetzt aber nach dem Kauf überhaupt kein Geld mehr hast, keinen Puffer auf deinem Konto hast und Rücklagen bauen sich nun mal erst im Laufe der Zeit auf, dann trifft dich alles, was du womöglich falsch gemacht hast oder was an unvorhergesehenen Dingen passiert, direkt und sehr, sehr hart. Und das kann dazu führen, dass du die Wohnung möglicherweise kurzfristig wieder verkaufen musst oder, wenn du in Probleme kommst, deine Rate an die Bank zu bezahlen, dass im schlimmsten Fall sogar die Bank deine Wohnung verkauft und das vielleicht deutlich unter Marktwert. Genau, also, und außerdem, Rücklagen bauen sich auch erst über die Zeit auf. Also Rücklagen beispielsweise für Instandhaltung, wenn dann was passiert direkt am Anfang, solltest du Geld haben. Deshalb unsere Empfehlung, immer einen Puffer behalten, ganz grob, was wir selbst empfehlen würden. Wenn du eine Wohnung kaufst zum Einstieg, sagen wir für 100.000 Euro, solltest du nach dem Kauf vielleicht noch 10.000 Euro auf dem Konto haben, dann bist du da zumindest voraussichtlich auf der sicheren Seite. Ja, das waren jetzt eine Menge Fehler, die man machen kann, und wir haben vor einiger Zeit uns deshalb selbst ein paar Werkzeuge und Tools gebaut, haben das mittlerweile mit vielen Immocation-Nutzern weiterentwickelt. Das Ergebnis nennt sich das Immocation XL Toolpaket. Da bekommst du eine Menge Tools, ein Kalkulationstool beispielsweise, was dich Schritt für Schritt durch die Kalkulation bringt. Du bekommst ein Bewertungstool mit über 200 Prüfpunkten, was wir gerade schon erwähnt haben, und bekommst eben einige Checklisten auch noch dazu. Wenn dich das interessiert, wir verlinken das Toolpaket in der Beschreibung zu diesem Video, und du findest es auch unter immocation.de. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würdest du uns mit einem Daumen hoch einen riesigen Gefallen tun. Und jetzt ganz viel Erfolg bei der Geldanlage. Es lohnt sich.